Hallo, guten Morgen. Wie geht es dir heute an diesem Sonntag? Wir sind bereits einige Tage jetzt im wunderbaren Monat Mai. Und wie du siehst, bin ich wieder zurück auf der Insel. Ich bin wieder zurück auf Fuerteventura und habe den 1. Mai und den Übergang in den 1. Mai in Achim bei Bremen verbracht und dort wunderschöne Begegnungen gehabt. Du hast vielleicht mitverfolgt, dass ich zwei Workshops gegeben habe. Am 29.04. haben wir uns mit den 12 atlantischen Chakren beschäftigt, wo sie liegen, welche Themen sie haben, welche Teile unseres Körpers über sie beeinflusst werden. Und wie wir auch unsere Gesundheit verbessern können über diese Chakren. Und dann haben wir noch die Engel angerufen, die zusätzlich Energie geströmt haben in die 12 Chakren. Und es war ein wunderschöner Tag bei tollstem Wetter. Und es ging ähnlich schön weiter. Am 1.5. gab es einen Tag in der Magie der Einhörner. Und der war, wie zu erwarten, leicht, freudvoll, fröhlich, verspielt und auch in hoher Energie, was ja zusammengehört. Wenn wir verspielt und freudvoll sind, sind wir in hoher Energie. Und das ist auch das Haupt, wie soll ich sagen, Medikament, der Haupttrick, der uns helfen kann, wirklich in eine hohe Energie zu kommen. Vielleicht bringt das sogar mehr, als wenn wir irgendwo auf einem Kissen sitzen und umchanten. Ich weiß es nicht. Ich finde, es macht jedenfalls mehr Spaß. Und Spaß darf es machen in dieser intensiven Zeit. Und ich habe viele, viele Ideen, wie ich das verbinden kann, mein Wissen, Freude, Leichtigkeit, Spiritualität, ganzheitliche Gesundheit und immer wieder das Thema, wo gehen wir hin? Wo gehen wir überhaupt hin mit diesen ganzen Turbulenzen? Mit diesen ganzen Veränderungen. Wir gehen in eine neue Zeit, wir gehen in eine neue Welt, wir kreieren eine neue Welt. Und wir wissen noch nicht, wie sie aussieht, wir wissen auch nicht, wie schnell sie da ist, aber wir dürfen das jetzt in jedem Moment entstehen lassen. Und es ist nicht so, dass wir bei nichts anfangen, denn wir alle haben ganz viele Erfahrungen aus früheren Leben, wo wir schon einmal ein Leben in einer höheren Frequenz kreiert und auch gehalten haben. Und das war das letzte goldene Zeitalter, das Zeitalter von Atlantis. Und auch wenn du jetzt denkst, ja, das ist ja Steinzeit, das ist ja ewig her, spielt Zeit wirklich eine Rolle? Zeit spielt nur eine Rolle, wenn wir uns mit unserem Körper verbinden. Zeit spielt für unsere Seele und für diesen Planeten nicht wirklich eine Rolle. Vielleicht gibt es sie gar nicht. Und mir ist sehr bewusst, dass wir in Atlantis Techniken kannten und Verbindungen aufrechterhalten haben zu hochschwingenden Kräften, die uns jetzt helfen, in die neue Zeit zu gehen und die uns inspirieren, was wir tun und was wir lassen sollten. Lassen, weil es sich nicht bewährt hat, tun, weil es sich bewährt hat. Und ich bin auch aus diesem Grunde hier auf Fuerteventura, um mich mehr mit diesen Kräften des goldenen Atlantis zu verbinden. Denn Fuerteventura ist, wie die Kanarischen Inseln, ein Rest, ein sichtbarer Rest des Kontinents von Atlantis. Und für mich persönlich hat sich hier schon ganz viel getan. Und ich möchte diese Energie und diese Unterstützung mitbringen. Ich bringe sie in jedes Coaching, ich bringe sie in jeden Workshop und ich bringe diese Energie auch mit in die Schweiz, wenn ich Ende Juni in der Schweiz bin. Und ich habe mir einen wunderschönen Workshop kreiert, den ich mit euch teilen möchte. Am 24.06. in Bremgarten im Aargau findet der Workshop statt mit den 12 atlantischen Hohepriestern. Diese Hohepriester waren im goldenen Zeitalter, um den Menschen zu helfen,
alles aufzubauen, also Gemeinschaften zu bilden in der Energie der fünften Dimension. Und sie sind, sagt Diana Cooper, wie so Grundschullehrer. Wenn etwas Neues beginnt, dann helfen sie uns zu lernen, die Basics. Sie waren auch da, als Atlantis dann zu Ende ging, und haben geholfen, das Wissen von Atlantis in die Welt zu bringen, indem die 12 Hohepriester in 5 Gegenden gezogen sind und ihren Stamm und ihr Wissen mitgenommen haben. Und wir wollen uns in dem Workshop in Bremgarten verbinden mit dieser Energie der Hohepriester. Denn es ist doch eine tolle Idee, diese Energie jetzt wieder anzurufen und zu sagen, bitte helft uns, wir sind Newbies, jetzt in diesem Leben, wie bilden wir ein Leben in der Energie der fünften Dimension? Und ich sage euch mal, wie die Namen sind von diesen Hohepriestern, und ihr werdet einige von ihnen kennen, weil sie dann bekannt wurden in Ägypten und in Griechenland als Götter. Sie wurden dort als Götter verehrt, weil man eben erfasst hat, oh, das sind übermenschliche Wesen. Und man hat sich energetisch mit ihnen verbunden, wenn man Hilfe suchte. Ihr kennt vielleicht den Namen Thoth, Isis, Horus, Ra, Set, Imhotep. Ihr kennt vielleicht auch Hermes, Zeus, Aphrodite, Apollo, Poseidon und Hera. Das sind die Namen der 12 Hohepriester. Es gab weitere im goldenen Atlantis, aber wie gesagt, das waren die Grundschullehrer, die uns damals geholfen haben, ein Leben in der fünften Dimension aufzubauen, so wie wir das ja jetzt auf der Erde wollen. Wir sind dran. Dazu gehört es, dass wir uns in eine höhere Frequenz bringen. Da sind wir auch dran. Wir haben so vieles jetzt losgelassen. So viel Platz gemacht für diese neue Energie. Und jetzt heißt es, was fangen wir damit an? Wie kreieren wir eine neue Welt? Wie sieht das Schulsystem aus, das Wirtschaftssystem, Gesundheitssystem? Wie sieht das aus mit Finanzen? Braucht es noch Geld? Braucht es Rentenzahlungen? Oder finden wir Wege, um ohne das alle gemeinsam, alle in Fülle zu leben? Ich freue mich sehr darauf, das zusammen mit euch zu kreieren. Und ich freue mich sehr auf meinen Workshop und lade dich jetzt ein, wenn du in der Schweiz wohnst, am 24. Juni nach Bremgarten im Aargau zu kommen. Wenn du jetzt in Deutschland lebst, vor allem in Norddeutschland, und du sagst, ja, ist mir ein Tick zu weit, möchte ich dich jetzt schon einladen zu einem großartigen Workshop in Blankenese an der Elbe. Tim Wild kommt nach Hamburg Anfang Juni zu einem Workshop, ein langes Wochenende, beginnt freitags abends und geht Samstag, Sonntag. Und Tim wird sprechen zu dem Thema, öffne dein atlantisches Herz oder verbinde dich mit deinem atlantischen Herzen. Tim erinnert sich an sein Leben in Atlantis und er ist als internationaler Speaker unterwegs und er wird mit ganz, ganz großer Freude nach Hamburg kommen. Er war jetzt länger nicht da und ich freue mich sehr, dass ich eine der 2 Übersetzerinnen sein darf, die wirklich jedes Wort von ihm aufs Deutsche, ins Deutsche übersetzen. Also selbst wenn du mit Englisch nicht so vertraut bist, ist das eine riesen, riesen Gelegenheit, einzutauchen in dieses Thema Atlantis und deine atlantische Herzensverbindung. Vielleicht ruft es dich jetzt, vielleicht fühlst du dich angezogen. Und ich gucke jetzt mal, was die Karten noch dazu sagen, die Atlantis-Karten von Diana, sodass wir mit der atlantischen Energie wieder einen Schritt weitergehen auf dem Weg in die neue goldene Zeit. Was für einen Tipp haben denn diese Karten heute für uns? Oh, okay. So haben wir es am liebsten. Kreativer Ausdruck. Kreativer Ausdruck. In den goldenen Zeiten liebten es die Bewohner von Atlantis,
sich künstlerisch, musikalisch und gestalterisch kreativ auszudrücken. Sie legten ihre ganze Herzkraft, da haben wir das Herz wieder, wie schön, in ihre Schöpfungen, denn sie wussten, je mehr sie selbst investierten, desto mehr Liebe würde auch davon ausstrahlen. Obwohl sie die Möglichkeit hatten, Gegenstände einfach erscheinen zu lassen, stellten sie sie lieber selbst her. Einfache, einzigartige Dinge Gestalt werden zu lassen, schenkte ihnen große Befriedigung. Dabei erfreuten sie sich ihrer Sinne und aktivierten ihre rechte Gehirnhälfte. Die Empfehlung für sie besteht darin, kreativ zu werden. Was es auch sein mag, sie sind aufgerufen, aus ihrer göttlichen Energie etwas Einzigartiges, Schönes, Harmonisches und Originelles zu machen. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, all Ihre Sinne zu schärfen. Erschaffen Sie etwas Einzigartiges, das Sie befriedigt. Ich kann sagen, diesen Workshop zu kreieren mit den 12 Hohepriestern ist etwas, was mich enorm befriedigt. Das ist Spaß, das ist Hobby und gleichzeitig macht es viel, viel mehr Freude, diese Energie zu teilen mit euch. Darum, wenn euch das anspricht, schaut doch gern in den Link unter diesem Video und vielleicht sehen wir uns dann am 24. in Bremgarten in der Schweiz oder dann im November mit Tim Wild in Blankenese, Hamburg. Jetzt wünsche ich euch allen einen magischen Sonntag, einen Sonntag in einer goldenen Energie. Und so wie die Energien im Moment sind, ist wieder einmal die Einladung. Bleib bei dir, erde dich, mach etwas, was dir Freude macht und genieße den Moment. Ich freue mich auf bald. Tschüss!